Lange haben wir dieses Projekt vorbereitet. Jetzt konnte es realisiert werden. Tram TV präsentiert ein Buch mit Film. Oder einen Film mit Buch, je nach Sichtweise. Beschrieben wird die Straßenbahn in Reutlingen. Der Film bietet in gewohnter Tram-TV-Qualität rund 45 Minuten lang wunderbare Aufnahmen, die überwiegend bisher unveröffentlicht sind. Reizvoll ist dabei die Tatsache, dass die Bahn sowohl im Stadt- als auch im Überlandbetrieb unterwegs war. Aber auch Güter wurden transportiert. Dafür existierten sogar in zwei Fabriken Anschlussgleise. Im Filmtext werden die wichtigsten Fakten und Informationen zusammengefasst. Das Buch geht in diesem Punkt natürlich deutlich weiter in die Details. Auf über 140 Seiten erfahren Sie alles über die unruhigen Anfangsjahre der Straßenbahn, den folgenden Alltagsbetrieb und das würdelose Ende. Natürlich sind im Buch auch alle Daten über die Fahrzeuge aufgelistet. Persönliche Erinnerungen machen das Bild komplett. Über 120 Fotos geben einen zusätzlichen Eindruck. Für jeden Straßenbahnfan ist dieses Paket unverzichtbar, denn es zeigt völlig neue Wege der Dokumentation. Buch und Film werden nur zusammen verkauft. Sie erhalten diese Kombination unter dem Titel »So war die Reutlinger Straßenbahn« direkt bei Tram TV oder im Buchhandel.